Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Child Lebensborn. Weiter geht es mit dem nächsten Tag, den wir jetzt beginnen werden. Oh, Kapitelende. Wir waren 56% optimistisch, 34% aufregend und 8% bestimmt, ungefähr 2%. Du und 58,2% der anderen erzählten Klaus nicht von der Mutter. Hätte ich ihm das erzählen sollen? Aber als Adoptiv weiß ich nicht. Boah, das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Also hier ist wirklich fast 50-50. Und die meisten haben ja nicht von der Mutter erzählt. Genau aus diesem Grund, dass man es nicht tut. Weil dann würden wir ihm ja sagen, dass wir die ganze Zeit Kontakt mit dir hatten. Du und 98,2% der anderen vertrauten Klaus neuen Freunden. Oha, wir haben fast allen den vertraut. Und du und 96,1% der anderen vertrauten Herrn Berg. Aha. Andere haben da wohl misstrauisch reagiert. Kapitel 3. Es ist der 13. Februar. Du müsst doch bald wieder Geburtstag haben, ne? Morgen. Guten Morgen, Klaus. Na? Ist heute Schule? Wofür kann man einkaufen? Das ist also nicht Sonntag. Das heißt, das ist Schule? Naja, okay. Wir werden erstmal so waschen. Die dreckige Kleidung. Wir tun mal so, als ob wir die nicht sehen. So, wie sieht's aus mit einem leckeren Wurstbrot? Und dann werden wir... Oh, da ist ein Bild. Ein Schneemann, wie cool. Wir haben nichts mehr zum Kochen? Krass. Okay, was machen wir dann? Ein bisschen spielen? Warum nicht? Let's go. Spielen wir ein bisschen. Auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen, aber... Whatever. Wir hätten ihn baden sollen, ne? In der Schule gibt es so viel Schnee, mit dem man spielen kann. Du, der hat eh Sachen an. $350 haben wir. Wir sagen mal Dollar dazu. Wir gehen einkaufen. Oh, wir haben auf jeden Fall keinen Käse mehr. Käse ist aus. Hallo, wie war dein Tag? Mein Tag war gar nicht so schlecht. Hey, lass uns spielen. Lass uns etwas zusammen machen. Wir können etwas malen oder verstecken oder nach draußen gehen. Wir haben nur noch 3 Punkte für draußen. Wir gehen raus. Das ist auch wichtig. Juhu! Lass rausgehen. Das ist in Ordnung. Wir gehen zusammen in den Wald und gucken mal, was es da Schönes gibt. Hat er noch nie eine Mütze gehabt? What? Okay, gehen wir angeln. Let's go! Oder Schlittschuh fahren oder was auch immer. Meinst du, ein Fisch? Forelle ist der leckerste Fisch aller Zeiten. Na dann, würde ich sagen. Hau rein. Ach, ich gebe dir ein bisschen Fisch. Wir haben so viel Fisch. Njam, njam. Müde. Ich gehe jetzt mal waschen. Schön nachts in der Badewanne, ey. Alles klar. Ab ins Bettchen mit dir. Bis morgen. Oh, hier oben ist der Fuchs. Oh, wie süß. Und das Schneemannbildchen, was wir in der Küche gefunden hatten. Ach, der Fuchs ist da oben. Wie cool. Donnerstag, der 14. Februar 1952. Es schneit heute viel. Spielen im Schnee macht Spaß. Oh, ein neuer Brief. Nee, Nachrichten, okay. Noch ein Brief dabei von den Eltern vielleicht? Großeltern? Oh ja, da ist einer. Sieh dir die ganze Post an. Okay. Anje Fjellwig. Hallo. Ich bin Siris Schwester Anne. Es tut mir leid, dass meine Eltern Ihnen nicht auf Ihren Brief geantwortet haben.
Ich denke, dass sie kein Recht haben, Klaus sein Geburtsrecht vorzuenthalten, die Wahrheit über seinen Vater zu erfahren. Sein Name war Heinz Fleischer. Er war 19 Jahre alt und schien ernste Gefühle für Siri zu haben. Siris Schwester, ich bin Siri, okay, Anne ist Siris Schwester und die Eltern sind genauso arschig wie Siri, weil sie antworten auch nicht auf den Brief. Hallo Anne, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Antwort. Es bedeutet uns wirklich viel. Könnte ich Sie um einen weiteren Gefallen bitten? Wissen Sie, woher aus Deutschland Heinz kam? Könnten Sie uns helfen, ihn zu finden? Brief abschicken. Och, wie süß. Alles ist süß. So, hier nochmal ein Fischatem in der Schule ist, glaube ich, nicht so geil. Deswegen gibt es gieriges Brei. Nam, nam, nam. Wir sehen uns nach der Schule. Wir sehen uns nachher. Lerne heute viel, okay? Vergiss jetzt nichts. Ich weiß nicht, das untere ist irgendwie so komisch. Vergiss jetzt nichts. Don't forget anything. Wenn ich es mal auf Englisch übersetze. Don't forget anything. See you later. Lern hard, okay. Learn hard. Lern heute viel, okay. Okay. 365. Wie reich wir einfach sind, oder? Heftig. Geile Supermatico. Lass uns mal auch sowas machen. Blöde Schule. Und blöder Schnee. Ich hasse sie. Ich hoffe, sie sterben. Oh nein, hol mich aus diesen nassen Sachen heraus. Okay. Ich finde das schöner. Mir ist kalt und es tut weh. Und ab in die Badewanne. Schön aufheizen. Achso, die haben mich schon wieder gehauen. Was soll denn das? Ich fühle mich jetzt etwas besser. Ich glaube, du sollst erstmal was essen. Ein leckeres Fischbrötchen. Schmatz, schmatz. Ihr habt mich schon wieder geärgert. Ihr seid doof. Gute Nacht. Ich habe wirklich keine Geschichte, oder? Ein neuer Eintrag wurde zu deinem Tagebuch hinzugefügt. Februar 1952. Dein Vater. Es fühlt sich wirklich gut an, endlich etwas über deinen Vater zu erfahren. Nun wissen wir, dass er ein gewöhnlicher Soldat war, der deine Mutter sehr gern hatte. Er war 19 Jahre alt und verliebt. Deine Tante mochte ihn ebenfalls, was heißen muss, dass er ein netter junger Mann gewesen sein muss. Hoffen wir, dass wir mehr Informationen von deinen Großeltern bekommen. Das Problem ist natürlich auch, dass wenn er irgendwann das Tagebuch liest, weiß, dass ich wusste, dass der Brief da war und dass ich ihn angelogen habe. Wobei ich glaube, in 20 Jahren wird das wahrscheinlich nicht mehr wissen. Ich habe, als er nach Hause kam und das Sachen hatte, bewusst einfach darauf verzichtet, mit ihm zu diskutieren, sondern einfach raus aus den alten Sachen, warm machen, dass dann natürlich das Schalt um war, ist doof gewesen. Aber ich glaube, ich brauchte da wenig mit ihm diskutieren, das hätte für ihn wenig Hilfreiches gehabt. Freitag, der 15. Februar. Es ist morgen. Das ist korrekt. Ein bisschen was in den Bauch kriegen. Nom, nom, nom. Mampf, mampf. Ja, bitte. Spielen wir ein bisschen. Ich glaube, ich hab's. Was hast du? Ich denke, ich habe einen Weg gefunden, sie zu überlisten. Weißt du, weil Füchse schlau sind. Sie werden mich nicht wieder so nass machen. Das ist großartig. Zeig ihnen, dass du kein leichtes Ziel bist. Pass nur auf, dass du keinen Ärger bekommst, okay? Hey, du hältst dich von diesen Kindern fern. Streiten bringt doch nichts. Das ist großartig. Zeig ihnen, dass du kein leichtes Ziel bist. Das werde ich. Na, Selbstvertrauen aufbauen. Du kriegst das hin. Du bist nicht alleine. Ich gehe jetzt. Das ist cool. Vor allem, wenn er selbst auf solche Ideen kommt. Ein cleveres kleines Kerlchen. Sehr schön. Freut mich sehr für ihn. Ich habe Angst, nach Hause zu kommen. Hey, er ist nicht traurig. Er ist neutral.
Es hat funktioniert. Ich habe sie ausgetrickst. Dieses Mal, als sie hinter mir her waren, bin ich nicht weggerannt, so wie ich es normalerweise tue. Sie dachten, sie hätten mich erwischt, aber es tat nicht mal weh. Ich bin auch fast trocken geblieben. Oh nein, das klingt nicht gut. Was haben sie getan? Haben sie dich erwischt? Was haben sie getan? Ich habe meine Hände vor mein Gesicht gehalten und so getan, als wäre ich eine Schildkröte. Als sie anfingen, mich mit Schnee zu bewerfen, habe ich meine Augen ganz fest zugemacht. Es war gar nicht kalt. Wenigstens hast du dich behauptet. Das ist keine gute Aussage. Und das klingt überhaupt nicht gut. Klingt, als hätte sie wirklich überlistet. Aber das ist ja auch keine Option auf Dauer, muss man dazu sagen. Ne? Aber ich fördere ihn. Ich fördere sein Selbstvertrauen, dass er sie überlistet hat. Ja, es war großartig. Ich meine, seine Sachen sind nicht nass und er fühlt sich wohl dabei. Ist jetzt an sich erstmal nichts Böses, ne? Also, er ist scheinbar zufrieden mit seiner Arbeit. Jetzt kann ich ihn durchkitzeln? Nein. Noch ein bisschen Grießbrei. Nom, 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 nom. Schmatz, schmatz. Wie können wir eine gute Nachtgeschichte, ha? Würde helfen. Ich habe diesen Punkt noch übrig. Können wir was zusammen kochen? Wir können was zusammen kochen. Nice. Würstchen, Kartoffeln und Erbsen. Sehr lecker. Es ist schon spät. Auf jeden Fall gibt es eine gute Nachtgeschichte, wenn du möchtest. Oh, er schläft. Okay. Dann werden wir seine Sachen mal flicken. Gucken, ob hier irgendwo eine Zeichnung hängt. Tut sie nicht, dann gehen wir auch schlafen. Es ist Samstag, der 16. Februar. Guten Morgen. Heute ist also keine Schule. Wie wär's mit... Wäre ein bisschen viel für den Morgen, oder? Schmatz, schmatz. Bisschen waschen. Kämmen können wir ihn auch. Ist das Cam immer da? Nee, ne? Wenn ich das mache... Keine Schule heute. Gehst du zur Arbeit? Ja, ist alles in Ordnung? Die anderen Kinder werfen mich gerne in den Schnee. Das macht keinen Spaß. Es wäre wahrscheinlich das Beste, drin zu bleiben. Wie wäre es, wenn wir Zeit miteinander verbringen? Draußen? Morgen? Du solltest tun, worauf du Lust hast, egal was die anderen denken. Das Problem ist ja nicht, was sie denken, sondern das, was sie tun. Wie wäre es, wenn wir Zeit miteinander verbringen draußen, morgen? Wäre wahrscheinlich das Beste, drin zu bleiben. Macht keinen Spaß. Wäre wahrscheinlich das Beste, drin zu bleiben. Das ist wahrscheinlich das Beste. Komm direkt nach Hause. Oh. Komm her, ich will eine andere Frisur haben. Die will ich haben. Oh. Er ist den ganzen Tag alleine hier drin. Aber es ist halt die logische Konsequenz, wenn die anderen ihn ärgern und er ja schön Überstunden am Samstag, ist klar. Das wäre voll assi. Du bist wieder da. Wir könnten vielleicht ein bisschen spielen. Hey, bist du traurig? Wie wär's, wenn wir Verstecken spielen? Ich weiß, dass ich aufmunter wird. Wie wär's, wenn wir nach draußen gehen? Dann gehen wir zusammen. Toll. Das ist irgendwie nicht so dafür, hä? Huh? Schauen wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Boah. Boah. Ist doch nicht traurig, mein kleiner Klaus. Ah, ist das doof. Ich würde ganz gerne aufhören, Samstag zu arbeiten. Ach, ich wollte wirklich gerne einen Fisch. Dann kriegst du jetzt einen Fisch. Hehe, da habe ich ihn. Tut mir leid, Fischlein, aber wir werden dich essen. Es ist so spät. Was, wenn das Flussmonster rauskommt? Ich glaube, wir sollten zurück nach Hause. Immerhin hatten wir sehr viel Spaß. Irgendwie schon. Ist bald Schlafenszeit? Ja, du bist müde, ne? Jetzt mal noch ein Fischbrötchen. Schmatz, schmatz.
gute Nacht. Wow, das war ein schneller Tag. Nichts Neues, nichts Neues. Dann geht's auch für uns ab ins Bett. Auf zu Tag Nummer 17 im Februar 1952. Guten Morgen. Was hat? Ach, da gibt's eine ordentliche Portion. Ach komm, nimm das hier. Nam! Das war wirklich gut, danke. Es ist ein richtig schöner Tag. Können wir zusammen rausgehen? Natürlich. Ich wollte mit dir reden. Informationen. Das ist gut. Ich wollte mit dir reden. Informationen über Vater weitergeben. Oh? Ich weiß jetzt einiges über deinen Vater. Sein Name ist Heinz. Er traf deine Mutter, als er 19 war. Er war in sie verliebt. Toll. Mein Vater heißt Heinz. Das ist so ein komischer Name, sagte Klaus. Er war in meine Mutter verliebt? Das gefällt mir. Pass nur auf, dass du das für dich behältst. Und deine Tante Anne scheint sehr nett zu sein. Sei ein bisschen vorsichtig, okay? Ich werde bald mehr herausfinden. Und deine Tante Anne scheint sehr nett zu sein. Anne klingt prima. Vielleicht können wir sie bald besuchen. Ich habe also noch mehr Familie. Oh. Ein bisschen waschen? Ah, du wirst morgen gebadet. Nee, heute. Heute Abend wirst du gebadet. Aber erst einmal gehen wir nach draußen. Gut, ich hab's ihm erzählt. Ja, das fand ich gut, das könnte man ihm erzählen. Okay, ich kann ihm meinetwegen auch was über seine Mutter erzählen. Werde ich zukünftig wahrscheinlich auch machen. Ich werde da nichts mehr vor ihm verbergen. Ich glaube, er hat es da eh schon schwer genug. Oh, das ist kein Fisch. Aber das? Glaubst du, seine Mami wird ihn vermissen? Oh ja, das ist möglich. Du hast einen Fisch gefangen. Ups. Nice, noch ein Fisch. Angeln ist schön. So, jetzt sollen wir auf jeden Fall mal nach Hause gehen und die baden. Ich verbringe wirklich gerne den ganzen Tag mit dir. Ich auch mit dir, Klaus. Ich bin müde. Ich würde noch was zu snacken geben vorher. Schmatz, schmatz. Ich hätte dir wahrscheinlich eher einen Grießbrei geben sollen, wa? Was Leichtes für den Magen. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? Es ist zu spät, Klaus. Ich verstehe. Dann gute Nacht. Ich hatte da wirklich keine Punkte mehr. Bringt mir also auch nichts. Ich kann auch ganz gut rumgucken wegen ein paar Zeichnungen. Aber hier ist auch nichts. Dann geht's ab zum Schlafen. Es ist Montag, der 18. Februar. Ich bin wach. Ein Brief, ein Brief, ein Brief. Post, Post. Leider nur Nachrichten, glaube ich, ne? In den Nachrichten. Versuche diesen Eintopf zu kochen. Schneide 400 Gramm Hammelfleisch in kleine Stücke und gebe Wasser hinzu. 30 Minuten köcheln lassen und dann fein geschnittenen Kohlkopf, Blumenkohlröschen, eine Zwiebel, eine Karotte und gewürfelte Pastinake hinzugeben. Eine Stunde köcheln lassen und mit geschnittener Petersilie garnieren. Lecker. Du hast Hunger, hä? Mampf, Mampf, ich will nicht gehen. Versuch einfach den Tag zu überstehen, das wird schon. Es ist nur vorübergehend, sei nicht traurig. Versuch einfach den Tag zu überstehen, das wird schon. Ich versuch's. Hab keinen Bock auf Schule. Ne? Ach man, das hat am Anfang so gut funktioniert, jetzt ist er wieder traurig. Geld regiert die Welt, wa Leute? Oh, was Neues. Schon wieder nass und kaputt. Die anderen Kinder haben mich wieder geärgert. Oh, wie krass satt er ist. Seht ihr das? Sie haben mich immer wieder ausgelacht und geschubst. Aber dann sah einer von ihnen richtig wütend aus und hat meinen Kopf in den Schnee gedrückt.
Er wollte nicht los und ich konnte nicht atmen. Es war schrecklich. Aber dann ist Herr Berg aufgetaucht und hat mich gerettet. Er hat die Fieslinge angeschrien und sie sind abgehauen. Ich bin direkt nach Hause gelaufen. Ich hatte solche Angst. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Verlass dich nicht darauf, dass dieser Lehrer dich immer rettet. Das war nett von deinem Lehrer. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Mir ist kalt und ich bin nass. Wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein und danach machen wir etwas Schönes. Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Wir lassen dir ein schönes, warmes Bad, danach machen wir was Schönes. Okay. Ich will ein Bad. Kriegst du. Schon wieder verletzt. Ups. Patsch. Und patsch. Warum war der Fiesling so sauer auf mich? Hätte mein Lehrer nicht eingegriffen? Ich hatte wirklich Angst. Du bist jetzt in Sicherheit. Du hattest großes Glück. Ich bin froh, dass der Lehrer im Moment vorbeigekommen ist. Tja. Ich bin froh, dass der Lehrer im Moment vorbeigekommen ist. Ich bin froh, dass der Lehrer im Moment vorbeigekommen ist. Ja. Oh, der ist aber richtig satt, ey. Das ist ja Wahnsinn. Wir können doch zusammen was kochen. Wir haben 5 Fische! Aber heute gibt's eine gute Nachtgeschichte, okay? Ich möchte in mein Bett. Das hört man auch selten von Kindern, ne? Dass sie schlafen gehen wollen. Ist es okay, wenn du mir eine gute Nachtgeschichte vorliest? Natürlich. Das ist ein neuer Dialog, oder? Natürlich. Okay, danke schön. Gut, meine lieben Freunde, wir sind leider schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir bleiben weiter dran an der Geschichte von Klaus, dem adoptierten Jungen aus Norwegen mit deutschen Wurzeln. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.